Magst du Achterbahnen? Dann bist du in unserer neuen Themenreihe im nächsten Vierteljahr genau richtig. Es geht um Jesus im Markus-Evangelium. Im Vergleich dazu ist das Lukas-Evangelium eher wie ein Bummelzug, der erst ganz gemütlich Fahrt aufnimmt. Es benötigt 31 Verse, bis der Name Jesus das erste Mal erwähnt wird. Markus dagegen braucht nur einen Vers. Anfang des Evangeliums von Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Jesus, der Sohn Gottes. Und wupp, die Katze ist aus dem Sack. Markus verliert keine Zeit, er kommt sofort zum Punkt. Wie der Blue Fire Megacoaster, der in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Im Action-Evangelium von Markus geht es Schlag auf Schlag. Wer ist Markus? Was treibt ihn an? Steig ein und sei dabei.